Alter. Die Abby abgebaut hat, ne? Die muss. Mein Gott, die muss ja ewig dort gehangen haben. Das ist ja. Okay, Abby und Lev wollen immer noch zu den Fireflies. Jetzt ist aber die Frage, was macht jetzt Ellie? Weil sie hat Abby befreit. Puh. Kann ich nicht gehen lassen. Ich mach da nicht mit. Och, Ellie. Okay. Ellie. Echt jetzt? Hör drauf, Mädels. Ich will Abby nicht töten. Komm schon. Oh nee. Na, zumindest hat Ellie kein Messer mehr. Oh, God.
Also zumindest kann nur noch eine von beiden K.O. gehen. Ah, also jetzt schlägt er dreimal zu, alles klar. Ach nee, Ellie. Ach komm schon. Oh nee. Oh Ellie. Ellie jetzt wirklich zur Vernunft gekommen, oder? Wenn man es so nennen kann. Boah, ja. Beide Finger abgebissen, ne? Eieiei. Und sie trägt Dinas Armband wieder. Sieht aber trotzdem ziemlich verlassen aus hier. Alles weg. Aber wir hatten ja gehört, dass wohl, ich weiß gar nicht, waren es Dinas Eltern oder waren es Jessys Eltern? Wohl wollten, dass die beiden zurück nach Jackson kommen. Und
Vermute mal, das werden sie auch gemacht haben, weil wie gesagt, Ellie trägt Dinas Armband wieder, also von daher gehe ich mal davon aus, dass sich die beiden wohl zumindest versöhnt haben. Und werden wohl nach Jackson gegangen sein. Ja, sie kann die Gitarre nicht mehr spielen. Was trinkst du da? Kaffee? Woher hast du den? Von den Leuten, die hier letzte Woche vorbeikamen. Oh. Es ist mir etwas peinlich, was ich ihnen dafür geben musste, aber ist nicht schlecht. Ich hatte Seth unter Kontrolle. Ja, ich weiß. Und du musst aufhören, Jesse wegen meiner Patrouillen fertig zu machen. Okay. Dina. Seid ihr zwei ein Paar? Nein. Nein, sie. Das war nur ein Kuss. Er hat nichts zu bedeuten. Sie hat. Weiß nicht, warum sie das gemacht hat. Aber du magst sie. Ich bin so dumm. Pass auf, ich weiß nicht, was ihre Absichten sind, aber. Sie könnte sich sehr glücklich schätzen, dich zu haben. Du bist so ein Arschloch. Ich versuche gar nicht. Ich hätte in diesem Krankenhaus sterben sollen. Mein Leben hätte einen scheiß Sinn gehabt. Nein, hätte es Aber nicht. Das hast du mir genommen.
ich von Gott eine zweite Chance für diesen Moment bekäme, würde ich es wieder genauso tun. Ich weiß nicht, ob ich dir das hier verzeihen kann. Aber ich würde es gern versuchen. Das wäre schön. Sieht sich. Ja. Gut, das war's anscheinend mit The Last of Us Part 2. Ja, die Worte von Joel, ne? Wenn Gott mir eine zweite Chance geben würde, ich würde es wieder genauso machen. Ganz genauso sollte er es vielleicht nicht machen, er sollte vielleicht den Arzt leben lassen. Aber, ja. Vielleicht hat Ellie ja doch irgendwann eingesehen, dass es vielleicht das Richtige war, dass Joel sie da rausgeholt hat. Wenn es auch nicht die richtige Art und Weise von Joel war. Aber ich meine, es war nicht mal sicher, dass ein Impfstoff hergestellt werden kann. Von daher hätte es sein können, dass der Tod von Ellie total sinnlos gewesen wäre. Und die Tote hier in dem Spiel, die waren mehr als sinnlos. Die hätten nicht sein müssen. Aber ja. Die Story hat ein paar Macken, das wurde ja bereits im Vorfeld schon gesagt und ist auch richtig so, aber ich sag mal, den Hass, den das Spiel abbekommen hat, der war unberechtigt. Sag ich ganz ehrlich, wie es ist, absolut unberechtigt. Ja, und auch die Kritik an Abby und ihren Part, ich kann es halt nicht richtig nachvollziehen, bin ich ganz ehrlich, weil es wurde halt die andere Seite erzählt und das nicht mal schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Mir haben auf jeden Fall beide Parts gefallen, sowohl der mit Ellie als auch der mit Abby. Und auch an sich hatte ich an dem Spiel meinen Spaß. Ja, also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich das Spiel in irgendeiner Hinsicht wirklich schlecht fand
Oder dass ich zwischendrin der Meinung gewesen wäre, dass ich das Spiel abbrechen muss. Der erste Teil war besser, ohne Frage. Aber wie gesagt, als schlechtes Spiel würde ich es jetzt nicht abstempeln. Und ja, ich werde es auf jeden Fall privat nochmal spielen, um alle Collectibles zu sammeln. Und ja, ansonsten würde ich sagen, lasse ich die Credits durchlaufen. Und damit ist das Projekt dann auch durch. Ich weiß nicht, ob am Ende noch was kommt. Wir schauen uns auf jeden Fall mal an, was wir dann im Menü Neues auswählen können. Soweit ich weiß, gibt es ja eine Kapitelauswahl. Und es gibt dann wohl auch ein New Game Plus wieder. Nehme ich mal an. Im ersten Teil war es ja auch so. Neues Spiel Plus freigeschaltet. Spiele das Spiel erneut mit allen Verbesserungen und all der Ausrüstung eines vorherigen Durchgangs. Verbesserungen und Fertigkeiten, Fertigungsrezepte sind ab Beginn des Spiels verfügbar. Waffen sind ab Ellies Ankunft in Seattle verfügbar. Nice. Trophäe erhalten, was ich tun musste. Die Trophäe für den Abschluss des Spiels. Ja, wie gesagt, das Lied am Ende jetzt, ich würde es gerne drin lassen für YouTube. Ich werde es wahrscheinlich schneiden müssen. Ihr werdet es ja dann sehen, wenn der Part auf YouTube erscheint. Ob das der Fall ist, aber ich vermute es mal ganz stark. Gut, Leute, dann würde ich sagen, an dieser Stelle beende ich hiermit offiziell The Last of Us Part 2. Und ja, ich bedanke mich an dieser Stelle bei allen, die dabei waren. Lasst mir ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Vielleicht auch ein Abo, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, Glocke aktivieren, dann nicht vergessen. Ansonsten folgt mir gerne auf Twitter oder meinem Discord. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, die Links dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung bzw. bei Twitch unten in den Panels. Und ja, an dieser Stelle verabschiede ich mich. Tschüss und hoffentlich bis zum nächsten Projekt.